Die NASA hat einen wirklich krassen Plan. Schon im Herbst 2022 soll ein Asteroid mit einem gezielten Einschlag aus seiner Bahn geworfen werden. What? Alles dazu jetzt bei Klicks und Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Die aktuelle Situation ist folgende. Wenn wir mit dem Teleskop Objekte am Himmel ausmachen würden, die sich auf Kollisionskurs mit der Erde befinden, hätten wir kaum eine Chance, dieses tödliche Schicksal noch abzuwenden. Konkrete Abwehrmaßnahmen sind bisher nämlich noch Mangelware. Doch genau das soll sich jetzt ändern. DART steht für Double Asteroid Redirection Test und die NASA will mit diesem Manöver schon im Oktober 2022 ein absolut spektakuläres und neuartiges Asteroidenabwehrverfahren testen. Das Ziel wird der erdnahe Doppelasteroid 65803 sein. Er wurde 1996 entdeckt und wenig später fiel dann auch auf, dass es sich bei dem Objekt um einen Doppelkörper handelt. Deswegen sein Name Didymos, die griechische Bezeichnung für Zwilling. Der größere Brocken von beiden hat einen Durchmesser von 800 Metern, der kleinere einen Durchmesser von etwa 150 Metern. Letzterer wird manchmal auch als Didymon bezeichnet. Er umkreist den größeren Didymos-Körper in einer Entfernung von 1,1 Kilometern und braucht für eine Umrundung rund 11,9 Stunden. Und um das direkt einmal klarzustellen, das Zielobjekt ist aktuell keine Bedrohung für unsere Erde. Das NASA-Manöver dient lediglich dazu, uns für den Ernstfall vorzubereiten. Die Flugbahnänderung von Didymon soll durch die 500 Kilogramm schwere Raumsonde DART ausgelöst werden, die dem NASA-Plan zufolge am 7. Oktober 2022 mit 6 Kilometern pro Sekunde auf den Asteroiden treffen soll. An Bord hat sie ein Navigationssystem und eine Bordkamera, damit sie ihr Ziel auf jeden Fall nicht verfehlt. Der Aufprall würde nach den Berechnungen der NASA eine Veränderung der Bahngeschwindigkeit von Didymon um etwa 0,4 Millimeter pro Sekunde bewirken. Auch wenn das zunächst nach einer minimalen Veränderung klingt, wäre solch eine Neuausrichtung groß genug, um sie mit Teleskopen von der Erde aus zu messen. Dieses Manöver würde zeigen, ob wir mit solch einer Mission tatsächlich auch einen Asteroiden, der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet, erfolgreich umlenken könnten. Denn fest steht, schon eine kleine Flugbahnänderung eines Asteroiden könnte das Fortbestehen der Erde sicherstellen. 11 Millionen Kilometer wird das Asteroiden-Zwillingssystem zum Zeitpunkt des Aufpralls von DART von der Erde entfernt sein. Damit die Sonde, die übrigens 12,5 Meter mal 2,4 Meter groß ist, Didymon pünktlich erreichen kann, müsste der Raketenstart im Zeitrahmen zwischen Dezember 2020 und Mai 2021 gelingen. Dazu Lindley Johnson von der NASA. DART wäre die erste Mission der NASA, welche die sogenannte Kinetic Impactor Technik demonstriert, einen Asteroiden mit einem gezielten Einschlag von seiner Umlaufbahn zu schieben, um sich gegen einen möglichen zukünftigen Asteroideneinschlag zu verteidigen. Eine echte Premiere also, denn bei DART geht es nicht wie beispielsweise bei bisherigen Missionen darum, wissenschaftliche Daten zu den Asteroiden zu sammeln, wie bei den beiden Asteroidenbesuchen der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx und der japanischen Asteroidenmission Hayabusa 2. Wir hatten darüber berichtet. Stattdessen handelt es sich bei der DART-Mission sage und schreibe um die erste planetare Verteidigungsmission überhaupt. Und es werden nicht nur Bodenteleskope eingesetzt, um den Aufprall und dessen Folgen genau zu beobachten. Auch die Europäische Weltraumorganisation ESA ist mit am Start. Auch sie plant, eine Raumsonde zu Didymos zu schicken. Hera soll allerdings erst 2023 starten und DART folgen. Dann könnte sie wichtige Daten zu dem Didymos-Asteroiden sammeln. Die ESA möchte zudem einen Nanosatelliten auf Didymon aufsetzen lassen, der den von DART erzeugten Krater genau vermessen soll. Der Lander Juventas ist 12 Kilogramm schwer und etwa so groß wie ein Schuhkarton. Er soll zusammen mit Hera zu dem Asteroiden fliegen und zudem auch mit Radarwellen das Innere von Didymon analysieren. Denn auch die innere Struktur und die Oberflächenbeschaffenheit eines Himmelskörpers entscheiden maßgeblich darüber, wie sich dieser beim Aufprall eines Objektes verhält. Genau deswegen sind auch diese Erkenntnisse enorm wichtig, um die neue Technologie zur Abwehr von Asteroiden zu perfektionieren. Wir haben bei Klicks und Science & Fiction ja schon über verschiedene Techniken zur Asteroidenabwehr berichtet. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist die NASA-Behörde namens Planetary Defense Coordination Office, die erst 2016 gegründet wurde. Noch im Sommer 2018 hatte die NASA ein ausführliches Strategiepapier zur Asteroidenabwehr vorgelegt. Demnach müssen dringend Möglichkeiten entwickelt werden, mit denen die Flugbahn von Gesteinsbrocken beeinflusst werden können. Auch hier betont die NASA noch einmal, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag zwar gering ist, doch die Folgen
umso katastrophaler. Bis 2020 sollen alle erdnahen Asteroiden, die größer sind als 140 Meter, zuverlässig entdeckt werden. Experten und Expertinnen plädieren immer wieder für eine bessere weltweite Zusammenarbeit und den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Denn wir alle wissen, was bei einem Asteroideneinschlag auf der Erde passieren könnte. Hollywood-Filme und Serien, dazu gibt es genug. Fliegende Trümmer, Tsunamiwellen und schlimme Erdbeben etwa könnten einen Großteil des Lebens auf der Erde auslöschen. Asteroiden, einfach erklärt, klickt auf dieses Video, schaut es an und abonniert den Kanal Raumzeit-Vlog der Zukunft. Es lohnt sich. Bis dann. Bleibt dran.